dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Erstmal treffen wir uns heute zum Mannschaftsfoto, dass alle Jungs, die dabei sind, auch nochmal auf dem Foto vereint sind. Und nachher im Training natürlich noch enge Spielform heute, wo die Jungs nochmal richtig gefordert werden. Aber das denke ich mal auch relativ normal in der Vorbereitung. Aber die Jungs sind mit Spaß dabei, mit den Bedingungen macht es natürlich Spaß, hier rauszukommen auf diesem Platz. Und da werden wir heute nochmal ordentlich arbeiten. Ja, wie du schon sagst, waren gestern 3 anstrengende Einheiten. Die Beine sind schon bei jedem etwas schwer, die Müdigkeit ist ein bisschen drin. Hatten gestern morgens den Strandlauf, dann ein knackiges erstes Training und Nachmittag wurde dann die Belastung ein bisschen zurückgefahren. Heute sieht es so aus, dass wir 2 Einheiten haben wieder, sind jetzt mit dem Fahrrad hier gerade hergefahren und ja, jetzt schauen wir mal, was uns heute erwartet. Ich denke, heute Morgen haben wir kleine Spielformen gemacht. Ich glaube, es war gute Aggressivität dabei und ja, wir haben hart trainiert und das gut umgesetzt. Und heute Nachmittag haben wir ein bisschen Spielaufbau gemacht und 10 gegen 0 geübt und ja, einfach mal ein paar Abläufe gespielt. Ja,
ich glaube beides. Also natürlich sind die Beine schwer, aber das gehört zum Trainingslager dazu und ist immer schön, gegen eine Mannschaft zu spielen, als nur zu trainieren. Und wir können uns weiterentwickeln und weiter einspielen, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist für uns unter dem neuen Trainer. Und ja, ich hoffe, dass wir dann mit einem positiven Ergebnis das Spiel abschließen werden.